Und vielleicht kann ich ihr dann die Taube als Haustier schenken, damit sie nicht mehr so traurig ist, dass Wolfgang tot ist und dieses silberne Herz dann nicht mehr vermisst. Und dann kann ich das in Altöttingen abgeben, damit ich von der schwarzen Madonna mein... nicht mein, sondern Gabriels Herz geheilt bekomme? Gerde? Ich muss Sie etwas fragen. Es fällt mir sehr schwer. Was denn? Das Silberherz, das Sie für Wolfgangs Sarg besorgt haben. Ja? Wenn ich Ihnen das Geld für ein zweites geben würde, könnte ich denn das von der St. Georgskirche haben? Für Gabriel, richtig? Ja. Nehmen Sie's. Wolfgang wird verstehen. Vielen herzlichen Dank, Gerde. Auch die Gerde ist echt eine gute. Aber ich find's echt schön, dass die beiden sich jetzt vertragen. Das ist ein viel angenehmeres Klima als am Anfang. Gut, das heißt, wir schaffen jetzt das silberne Herz. Also erstmal holen wir uns das und dann schaffen wir das nach Altöttingen. Na, mal schauen. Ich danke Ihnen, Gerde. Und Ihnen, Wolfgang. Aber was soll das denn bringen? Also, ja gut, man betet für Gabriels Erlösung? Na mal schauen. Ah, Rittersberg ist erledigt. Okay. So, wie mache ich das denn jetzt? Ach so, ich kann das ja dem Priester geben, oder? Nein, die sind immer noch dran. Hallo? Kann ich das jetzt so machen? Er nimmt mich nicht mit in den Schrein, bis der Gottesdienst zu Ende ist. Ach so. Und der läuft immer noch, ja? Ich warte besser, bis der Gottesdienst vorbei ist. Okay, das heißt, wir können hier absolut nichts machen? Oder habe ich irgendwas übersehen? Wo geht's hier weiter? Ach so, da kommen wir einmal rum. Gut. Das heißt, ja... Da müssen wir immer noch warten. Also bleibt ja im Grunde jetzt nur noch Neuschwanstein. Und da müssen wir irgendwie in dieser Halle die Wache ablenken. Naja, das Einzige, was wir jetzt gekriegt haben, ist eine Taube. Keine schlechte Idee. Aber wenn ich die Taube hier drin loslasse, dann bringt mir das nicht viel. Warum nicht?
Okay. Ah ja, klar, jetzt ist die Wache damit beschäftigt, die Taube einzufangen und wir können uns. Oder? Geht das? Ja, doch, sie macht's. Und dann können wir uns den letzten Opernakt holen. Das arme Tier. Wie ist dieses Viech denn hier reingekommen? Durchs Fenster. Und nicht über einen Kopfkissenbezug in meiner Tasche. So, jetzt muss ich nur die Stelle wiederfinden. Also ich vermute mal, die ist in der Nähe, wo die Wache gestanden hat. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, wo das war. Müsste doch irgendwo. War das nicht hier? Oh Mann. Diese Nein. Bild. Ah. Was? Was ist denn jetzt los? Was passiert da? Diese Bild. Was passiert da? Was macht der? Diese Bild. Oh Mist, ey, ich weiß echt nicht mehr, wo das war. Diese. Das muss ja irgendwo unten sein, damit man dran kommt. Ach, hier? Ach ja, da war das, richtig. So, jetzt aber schnell. Jetzt tu ihr bitte nicht weh. So ein riesengroßes Panoramafenster und er fragt sich, wie da eine Taube reingekommen ist in den Raum. Also wirklich. Muss aber auch ganz schön kalt sein. Also ich meine, wenn das alles hier offen ist, ich meine, das ist sehr schön, ja, aber im Winter und wenn es da reinpustet, oha. Naja. Also die Heizkosten möchte ich nicht haben. So, wir haben jetzt alle drei. Das ist das einzige Exemplar von Wagners. Gut, jetzt dürfte auch, denke ich mal, genug Zeit vergangen sein, dass wir in Altötting weiterkommen, sonst würde das ja alles keinen Sinn machen. Oh verdammt. Ich laufe hier schon wieder im Kreis. Oh Gott. Also irgendwie habe ich es heute nicht so mit Neuschwanstein. Ich habe mich hier schon mal besser zurechtgefunden. Och, komm. Na? Wo ist der Ausgang? Das ist hier kein einfach Szene verlassen. Warum komme ich denn jetzt hier raus? Das ist vollkommen unlogisch. Egal. Dass es kein Schloss verlassen Button gibt, das prangere ich hier an. Warte mal, das war doch. Hä? Ah, hier. Oh Mann. Bitte sag, dass ich hier nicht mehr zurück muss. Oh, vielen Dank. Das war ja furchtbar. Gut, kommen wir jetzt hier weiter? Oh ja.
Der Gottesdienst hat aufgehört. Sehr schön. Hallo? So, können wir ihm jetzt das Herz geben? Ich habe ein Geschenk für die Madonna, Pater. Okay, jetzt schnell Ludwigs Herz stehlen und raus hier. Das ist die heilige Mutter Gottes von Altötting. Mei, ist hier viel Klimbim. Wenn ich es schaffen würde, diesen Stuhl zu bewegen, könnte ich die Urnen erreichen. Ach da, ja. Die Herzurnen. Ich glaube, ich weiß, welche die von Ludwig ist. Aber wie bekomme ich sie runter? Mit dem Stuhl? Wenn ich es schaffen würde, diesen Stuhl zu bewegen, könnte ich die Urnen erreichen. Ja, aber warum kannst du ihn nicht bewegen? Sonst ist hier nichts. Was ist, wenn ich... Ach, warte mal. Hört sich gerade was. Ach so. Wenn ich es schaffen würde, diesen Stuhl... Nee, warte. Hier geht's noch weiter. Ne? Also ein bisschen merkwürdig. Ich vermute, diese Tür führt ins Freie. Okay. Ja. Warum kann sie denn jetzt nicht den Stuhl verschieben? Das verstehe ich nicht. Muss ich vielleicht erst den Priester loswerden? Ups. Also, da geht's nach draußen. Was ist hier? Achso, da sind wir da. Ah, da geht's ganz raus. Ich glaube, dieser Behälter wird für Opfergaben verwendet. Ah, warte mal, wir haben ja auch noch das Herz, ne? Das sollten wir vielleicht mal opfern. Aber ich dachte, wir hätten es dem Priester gegeben, aber gut. Heilige Mutter Gottes von Altötting, nimm dieses Geschenk. Ich denke, du weißt, warum ich hier bin. Ich entschuldige mich dafür, deinen Altar zu entweihen, aber du weißt, ich muss haben, was in Ludwigs Urne ist. Ich glaube, du möchtest, dass ich ihm und Gabriel helfe. Gabriel mag egoistisch sein, aber er hat eine gute Seele, glaube ich. Egal, er verdient den Fluch nicht. Hilf mir, beiden zu helfen. Bitte.
Und nu? Wenn ich es schaffen würde, diesen Stuhl zu bewegen, könnte ich die Urnen erreichen. Aber du hast doch jetzt den heiligen Segen. Also du müsstest das doch jetzt schaffen. Nee, das hatten wir. Ich hoffe, es funktioniert. Ah. Ach, jetzt geht sie auf, ja? Ich habe nur ein paar Sekunden. So, jetzt schnell auf den Stuhl. So, die Urne. Dann kannst du nicht einfach nur den Deckel aufmachen und reinlunzen? Was? 2 Monate später. Was haben wir denn da? Münchner Oper, Polizeirevier und Ach, Glover. Dann schauen wir uns doch erstmal um. Der Fluch des Engelhardt von Richard Wagner. Erster Akt. Vor vielen Jahren lebte in einem kleinen Dorf ein junger Mann, der Engelhardt gerufen wurde. Engelhardt war ein niederer Schmiedelehrling von gutem Aussehen, doch von Natur aus freundlich und scheu. Ein Waisenkind war er und lebte wie ein Sklave bei dem Schmied, seit die Eltern gestorben waren. Nichts auf der Welt nannte Engelhardt sein eigen. Nichts. Allein ein wunderbares Talent hatte er. 10 Jahre lang schon kamen die wunderbaren, begehrten Dinge, welche der Schmiedemeister seine Arbeit nannte, aus den Händen Engelhards. Der Schmied, habgierig und stolz, suchte dieses Geheimnis zu wahren. Er verbot Engelhard, jemals vor einer anderen Menschenseele das Metall zu schmieden
und bedrohte ihn mit dem Tode. Sein Undank aber reichte weiter. So sehr plagte ihn der Neid auf Engelhards Talent, dass er den Armen nicht besser behandelte als seinen eigenen alten Hund. Die anderen Dorfbewohner dachten, des Schmieds Verhalten zu Engelhard sei begründet, also schwiegen sie. Aber in jenem Ort lebte ein reicher Baron. Der Baron schien den Bürgern ein gerechter, herrschaftlicher Mann zu sein. Aber es wurde auch gemunkelt, sein wahrer Charakter sei unaussprechlich grausam und verschlagen. Auch war da eine schöne Jungfrau mit Namen Hildegunde. Sie war gutherzig und schön. Nur Hildegunde hatte Mitleid mit Engelhard und war freundlich mit ihm. Engelhard liebte Hildegunde von ganzem Herzen, doch war er scheu und mittellos und wagte nicht, sie anzusprechen. Im ersten Akt erfahren wir, dass Hildegundes Eltern, geblendet von der Aussicht auf seinen Besitz, sie dem Baron versprochen hatten. Als Hildegunde dies erfährt, ist sie voller Angst und widerspricht. Der Baron sei böse, doch die Eltern tun das ab als übelmeinende Gerüchte und verlangen ihren Gehorsam. Die arme Hildegunde ist zu gut, um sich gegen die Eltern zu stellen und willigt widerstrebend ein. Der Baron mit großer Geste schickt Hildegunde als Verlobungsgabe ein Kästchen mit Geschmeide aus Silber. Hildegunde, rasend vor Scham und Wut ob der Verlobung, wirft das Kästchen in das Feuer. Sofort bereut sie ihre Tat und holt es wieder heraus. Doch es ist zu spät. Das schöne Silber, es ist schwer entstellt. Hildegunde fürchtet um ihr Leben, als sie den Schaden sieht. Sie fürchtet, dass der Schmied den Schaden dem Barone meldet, also fleht sie Engelhard um Hilfe an. Engelhard denkt an die Warnung seines Meisters, aber ist entschlossen, sie zu ignorieren, um Hildegundens Willen. Er schmilzt das Silber und baut ein neues Kästchen, schöner noch als das erste. Als Hildegunde die große Kunstfertigkeit sieht, verliebt sie sich in ihn. Die beiden nähern sich einander in einer Liebesarie. Aber das Glück ist nur von kurzer Dauer, wegen der Verlobung mit dem Baron. Das junge Paar entscheidet sich im Wissen um die Rache des Barons zur Flucht. Zweiter Akt. Der Baron erfährt von Hildegundens und Engelhards Verschwinden. In seinem Zorn dingt er Jäger, das Paar aufzufinden. Hildegunde und Engelhard werden gefunden und eingesperrt. In dem Prozess bringt Hildegunde ihren Fall in einer anrührenden Arie vor. Sie erzählt den Städtern von Engelhards großer Kunstfertigkeit und der schlechten Behandlung durch den Schmied. Sie erzählt ihnen, Engelhard sei gut und sanft. Der Schmied solle wegen seiner Bösartigkeit von dannen gejagt werden und Engelhard die Schmiede zugesprochen bekommen. So könnten sie den Bund der Ehe schließen und in Frieden mit den Nachbarn leben. Ihre Eltern erwählten einen Bräutigam für sie, jedoch sie erbittet sich die eigene Wahl. Hier ist es am Baron zu sprechen. Er erklärt, er sei furchtbar verletzt, ein Opfer eines Straßenmädchens. Sein Anspruch auf die Braut sei älter, einen anderen gäbe es nicht. Er verdeutlicht, er werde, so die Bürger ihm nicht helfen, alles wieder recht machen. Er werde seine helfende Hand aus der Städter Börsen entfernen. Dann spricht er zu Engelhard. Beim Rechte des Verletzten, so spricht der Baron, sei es ihm möglich, einen Fluch zu sprechen. Der Baron belegt Engelhard mit einer alten, furchtbaren Krankheit, sodass, wann immer der Mond die Nacht erhelle, Engelhard zum rasenden Wolfe werden sollte. Das Dorf lebt in Furcht vor den Wölfen und war schon Jahre geplagt von einem Wolf, der viele Kinder holte. Weiter erklärt der Baron, dass er, da von barmherziger Natur immer noch Hildegunde heiraten wolle, doch nicht bevor sie Engelhard mit eigenem Wort entsagt. Bis dahin hielte er sie sicher geschützt vor weiterer Scham in einem kleinen Zimmer weit oben in seinem Hause eingesperrt. Natürlich stehen die Bürger auf Seiten des Barons. Hildegunde geht in Gefangenschaft und Engelhard wird tatsächlich nächtens zum Wolf. Am Anfang wird er von den Bürgern arg gehasst und gefürchtet. Sie geben ihm den bösen Blick und wollen ihn nicht in der Stadt. Bald jedoch geht das Gerücht um, Engelhard der Wolf scheint immer aufzupassen, niemals menschliche Wesen noch Haustiere zu verletzen. Tatsächlich tut er sehr viel Gutes für die Stadt. Er verjagt Räuber und bekämpft den bösen Wolf. Keine Kinder fallen dem Wolfsfang mehr zum Opfer. Engelhards Natur scheint selbst durch die böse Art des Wolfs hindurch. Hildegunde auf der anderen Seite liebt Engelhard immer noch. Egal welch Fluch er trage, egal welch Tat er unter ihm begehe. Als sie von Engelhards erfolgreicher Meisterung des Fluchs erfährt, verfällt sie ihm auf ewig. Hildegunde sagt dem Baron, niemals werde sie Engelhard entsagen. Der Baron, seinen nunmehr verdorbenen Plan vor Augen, wird wie toll. Statt Engelhard der Würde zu berauben, gibt er sie ihm tausendfach zurück.
Er sagt Hildegunde, er werde sie ohnehin freien, sobald die Dämmerung kommt. Sie wird sein Weib werden oder ihre Elternleben sei verwirkt. Dritter Akt. Der letzte Akt beginnt mit dem Hochzeitsmahl für Hildegunde und dem Baron. Hildegunde hat eingewilligt, aus Angst um ihre Elternleben. Aber da die Zeremonie vorbei ist und sie sich als die Frau des Barons weiß, kennen ihre Angst und ihre Trauer um die endgültige Trennung von Engelhard keine Grenzen. Nach ihrer schmerzlichen Eröffnungsarie nähert sich ihr der Baron und holt zur Feier sie zurück. Er ruft nach Unterhaltung, hoffend, ihre Laune werde besser. Herein kommt eine Gruppe Musikanten. Alle tragen lustige Kostüme, die Gesichter sind bemalt. Sofort beginnen alle zu jonglieren und für die Menge aufzuspielen. Einer unter ihnen, ein Schauspieler mit einem tragischen Gesicht aufgemalt, nähert sich der Braut, versucht sie aufzuheitern. Sie wendet sich ab zum wiederholten Male, offensichtlich schwer betrübt und sehr den Tränen nahe. Er jedoch, er tut sein Bestes, sie einmal zum Lachen zu bringen. Nach der lustigen Art des ersten Liedes ändert sich der Ton der Musikanten und er wird dunkel, theatralisch. Der Baron protestiert, er will die Komödie wiederhaben, ist jedoch versichert von Hildegundes Vater. Die Musikanten sammeln sich um den einen mit dem traurigen Gesicht. Sie tanzen um ihn und langsam verschwindet er aus aller Leute Blick. Die Musik wird wilder. Plötzlich fallen die Musikanten wie die Blätter einer Blume und in der Mitte steht ein Wolf. Die Bürger schreien, doch Hildegunde ruft, es sei doch Engelhard. Der Wolf greift keinen der Menschen an, jedoch er hebt den Kopf und heult. Der Baron schreit den Wolf an, aufzuhören, heißt die Bürger, den Wolf zu töten, aber alle starren nur vor Schrecken. Der Baron, er reißt sich an den Haaren und stampft mit den Füßen. Er erhebt sich und schreitet zu dem Mittelpunkt des Saales. Dort stolpert er über die seidene Hochzeitsschleppe. Was sich daraus befreit, ist ein weiterer Wolf. Engelhard, er zeigte jedermann des Barons furchtbares Geheimnis. Er war der böse Wolf, der einst das Städtchen heimgesucht. Der Baron flieht dann durch das große Tor. Engelhard verfolgt ihn. Die Bürger schreien auf in Furcht und in Wut. Einer greift sich eine Axt und heißt die anderen folgen. Sie werden den ruchlosen Wolf stellen und ihn erschlagen. Die Bürger stürmen durch das Tor. Hildegunde folgt. Die letzte Szene findet statt in den Wäldern draußen. Die Bürger jagen beide Wölfe, folgen ihren Spuren. Auf der Jagd singen alle von der Wildheit beider Wölfe in dem Kampf, der folgen wird. Hildegunde antwortet den Männern mit ihrer Sorge für Engelhards Leben. Die Menge kommt an eine Lichtung. Dort befinden sich die Wölfe in einer letzten tödlichen Umarmung. Als sie zusehen, gewinnt Engelhard die Oberhand. Der Wolf, der einmal Baron war, er sinkt zu Boden. Er stirbt. Unglücklicherweise ist Engelhard tödlich verwundet. Der Fluch ist durch des Barons Tod gebrochen, doch es ist zu spät. Hildegunde singt von ihrer Liebe zu Engelhard, während die Bürger ihn für seinen Heldenmut preisen. Engelhard stirbt und alle trauern in einer letzten tragischen Arie. Ja, das ist doch mal eine schöne Geschichte gewesen, der Engelhard. Also die Geschichte von Hildegunde und Engelhard haben wir ja auch in Neuschwanstein da an dieser Halle gesehen, wo ich mich ja gewundert hatte, dass die Frau nachher einen Wolf in ihren Armen hatte. Ja, so kam das also zustande. Ich frage mich ja, ob man da irgendwie jetzt ein paar Parallelen ziehen kann zu zum Beispiel Glover und Gabriel zum Beispiel.